Und was habe ich vergessen? Ich habe kein Video diese Woche geschnitten. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge hier auf Ebenenstil zum Sonntagsvideo. Und ich habe kein Video für euch. Also, hatte kein Video für euch. Ihr seht ja gerade ein Video, also... ja. Es ist November und damit ist noch Nano-Zeit. Wer nicht weiß, was damit zu tun hat, kann da oben mal klicken und dann quasi das Video dazu sich angucken. Und warum ich diesen Monat ganz wenig zu tun habe, beziehungsweise ganz wenig Zeit habe, weil ich eine Sache nur tue, anstatt ganz viele. So, ich habe sehr viele Videos vorbereitet, sowohl die Mittwochsvideos als auch die Freitagsvideos, alle vorproduziert, und Sonntagsvideos habe ich auch vorproduziert und mir überlegt, denn das letzte Video im Monat wird dann quasi ein Video über den Nano, ob ich es geschafft habe, wie es war, etc. Und dann ist mir aufgefallen, da ist noch ein Sonntag dazwischen. Upsi. Ja. Dafür ist eigentlich geplant worden, dass ich das Hexenvideo von unserem Hexenshooting, das ich mit der guten Jennifer Grimm und der Krümel gemacht habe, rankommt. Aber Zeit zum Schneiden war nicht viel oder hatte ich nicht so viel Zeit und Lust dazu, ehrlich gesagt, weil es ja quasi Nano ist und ich ganz viel Zeit da reinstecke. Das Schneiden von so einem Shooting-Video dauert in der Regel bei mir so 2 bis 3 Stunden. Mit Material, Sichten, allem drum und dran sind wir irgendwie bei 5 Stunden Zusammenschnitt, um das Beste rauszukriegen, um es auf Musik zu cutten, um das Color Grading richtig zu machen, um die Fotos einzublenden und die Effekte, bla bla bla. Es gibt sehr viele Leute, die das wahrscheinlich schneller können. Bei mir dauert es ungefähr so lange. Das heißt, ich hätte 3 Abende jeweils so 1 Stunde vielleicht dran gesessen. Vielleicht ein bisschen mehr, 1,5. Die hatte ich aber nicht, oder die wollte ich mir nicht nehmen, weil ich lieber schreiben wollte. Also bin ich zu Fiverr gegangen. Für die Leute, die Fiverr nicht kennen, bei Fiverr könnt ihr Dienstleistungen kaufen, meistens kreativer Art, Fotobearbeitung oder Texte schreiben oder Instagram-Filter bauen lassen etc. Und dort gibt es ganz, ganz viele Leute, die ganz, ganz viel davon machen. Und meistens zu einem Preis, der mehr als angenehm ist, meistens sogar sehr schlimm ist, weil wenn ich überlege, dass was ich jetzt quasi an Zeit gespart habe, macht jemand anders für 20 Dollar? Das ist ein ganz schlechter Stundenlohn eigentlich. Aber die Personen sind meistens schneller, besser, vielleicht nicht so akribisch dabei, wer weiß. Ich habe es noch nie ausprobiert und da dachte ich mir, für dieses Video diese Woche mache ich das so einfach. Also habe ich alle meine das Rohmaterial von dem Shooting fertig gemacht, hochgeladen, die fertigen Fotos dazu und mein Intro dazu gepackt und es quasi dann dort mir mal Leute gesucht. Auf Fiverr funktioniert das eigentlich relativ einfach. Ihr sucht nach dem, was ihr braucht, zum Beispiel YouTube Edit habe ich jetzt gesucht oder Editor für YouTube Video oder für Video. Dann habt ihr eine Liste mit tausenden Leuten, wo die Preise angegeben sind, bei denen sie anfangen zu arbeiten. Dann kommen wir gleich zu. Und wie viele Bewertungen sie haben, wie lange sie das schon machen und so ein bisschen blablabla. Dazu. Dann kann man ganz auf so Profil klicken und dann kriegt man ein bisschen von der Person erzählt. Beziehungsweise die Person kann ein bisschen was von sich reinstellen. Und was sie halt quasi in ihrem Auftrag anbietet. Ich habe da so 3, 4 Leute angeschrieben. Eine hat sich sofort gemeldet. Die lag in der Kategorie... Also, dazu zu sagen, Fiverr hat meistens 3 Kategorien. Basic, Expert und Profi, beziehungsweise so die meisten staffeln das bei den Videos an, wie lange ist das Rohmaterial, wie lange soll das fertige Video sein, soll Soundbearbeitung dabei sein, soll auch Farbanpassung dabei sein. Das heißt, man hat diese 3 Kategorien. Es fängt immer an bei einem kleinen Betrag, dann kommt ein mittlerer und dann kommt ein großer Betrag. Wie groß diese Beträge sind, das bleibt jedem Creator selbst überlassen, so ein bisschen. Also habe ich dort mal ein paar Leute angeschrieben. Wir haben, ich glaube, 4 Leute habe ich angeschrieben. Die erste, die sich zurückgemeldet hat, war eine aus der Anfang bei 20 Euro Kategorie. Das hätte quasi für mich gereicht, für das, was ich möchte, nämlich nur Videos schneiden, Fotos einfügen und Intro dazu machen und ein bisschen auf Musik.
Die hat aber leider zeitlich nicht gepasst, weil, das kommt ja auch noch hinzu, ich habe das Ganze sonntags vorbereitet, montags angefangen und ich brauchte ja bis heute, Samstag, für morgen, weil morgen kommt ja dieses Video raus und jetzt rede ich ja mit euch, das Video. Das heißt, 5 Tage Zeit. Das hat sie leider nicht geschafft, weil sie ganz viele Aufträge hat und gleich gesagt hat, es wird erst nächste Woche. Habe ich gesagt, gut, okay, vielleicht ein anderes Mal, jetzt erstmal nicht. War auch okay für sie, fand alles cool. Zwei Leute haben sich gar nicht gemeldet und die letzte Person hat sich gemeldet, eine Dame aus Sri Lanka, die bei 7 Euro angefangen hat. Und theoretisch hätte auch die 7 Euro Paket gereicht, aber das, nee. Ich habe dann bei der Dame das Premium Paket gebucht und habe dann jetzt insgesamt 14 Euro bezahlt. Ja, 14 Euro für 4 Stunden Arbeit, die ich mir erspart habe. Plus mit dem ganzen Suchen und das rein und mich bei Fiverr einlesen und wie das funktioniert und sagen wir 3 Stunden Arbeit, die ich mir gespart habe. Ja, das ist ein guter Stundenlohn, finde ich. So, dann habe ich der Dame die Sachen hochgeladen, der Dame den Link dazu geschickt. Sie hat sich dann quasi 1-2 Mal zurückgemeldet mit, wie lang soll das Video sein, soll der Fotograf immer im Bild sein oder geht es nur um die Models etc. etc. Und sehr, sehr, sehr kommunikativ und war sehr, sehr, sehr gut. Mein Englisch ist okay, aber Google Übersetzer hilft in den meisten Fällen. Und ja, dann habe ich nach 3 Tagen, nee, am ersten Tag haben wir geschrieben, 2. Tag hat sie es gekriegt und Ende 3. Tages hat sie dann schon das fertige Video geschickt. Und danach kommt dann, wie es halt bei allen Plattformen ist, man kann es bewerten, man kann Sternebewertung hinterlassen, man kann was dazu schreiben. Und erstens war es schnell, zweitens war es sehr günstig und drittens war das Ergebnis gut. Also von daher alles super. Ob es so geworden ist, wie ich es gemacht hätte, wahrscheinlich nicht. Weil, ja, kann ja keiner so machen, wie ich es will, außer ich sage ihm exakt genauso, wie ich es mal immer mache. Und das wollte ich in diesem Fall nicht. Ich wollte in diesem Fall einfach mal gucken, was die Leute daraus machen. Eigentlich hatte ich geplant, so zwei Leute oder sowas daran zu setzen. Dann hätte ich irgendwie 30 Euro ausgegeben, 40 Euro für dieses Video jetzt, um dann rauszusehen, wie die Unterschiede sind. Hat leider nicht geklappt, deswegen haben wir ein fertiges Video, aber eins ist doch schon mal sehr gut, oder? Ja, und ja, das war meine erste Fiverr-Erfahrung. Im Endeffekt, ich bin mega zufrieden. Es hat Spaß gemacht, es war eine interessante Erfahrung. Ob ich es wieder machen würde, ich weiß es nicht. Vielleicht bei so Videos, wo mir sehr viel Spaß macht zu drehen, Messe oder sonst was. Aber diese Zusammenschnitte mich meistens dann ein bisschen nerven, weil es so viel ist. Vielleicht für solche Sachen würde ich es nochmal nutzen. Ja, und wie gesagt, ich habe jetzt nicht die Dame mit den 14 Euro genommen, weil die am günstigsten war, sondern die hat sich als Erstes gemeldet. Ich hätte auch die Dame mit 20, 30 Euro genommen, was auch lächerlich wenig ist für diesen Job. Also, ja, solltet ihr auf Fiverr mal sein, verkauft euch nur nicht unter Wert. So, ja. Und ob ich Fiverr mal ausprobiere, so für Fotobearbeitung, mal gucken, also, dass ich was bearbeite. Wäre auch mal interessant, oder? Wie geht's mit euch? Habt ihr schon mal mit Fiverr Erfahrungen gemacht? Habt ihr schon mal bei Fiverr jemanden gesucht? Oder bietet ihr selber Leistung bei Fiverr an? Schreibt es mir in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Ansonsten lasst dem Video natürlich ein Like da und ein Abo schadet nie, dann verpasst ihr nie eins von meinen wundervollen Videos. Mittwochs den Tooltip, freitags Funko Friday und sonntags hier das Sonntagsvideo. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend, gute Nacht, je nachdem wann ihr das guckt und viel Spaß bei dem fertigen Video jetzt. Ciao!